don't like the lights, but it's camera time. Said take the picture, but you rolled your eyes. Now I'm mortified and still terrorized. Push me behind to get me from my better side. I wanna push you back, but that's all you want. Wanna rub me up, I'm holding back. Tryna get me framed for me in cuffs. Said I attacked you, that's just the false truth. No need to argue, and yeah, I've had enough. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. There's more to me everywhere I try to go alone, I find you there. You follow me anywhere I try to be alone, I find you there. Ich werd verrückt, ein neues Video auf unserem Kanal. 6 Wochen ist es schon her und heute nehme ich euch mal alleine mit. Mareike liegt wahrscheinlich jetzt noch im Bett zu Hause. Ich hole heute mein neues Auto ab. Ein Cupra Formentor Plug-in Hybrid. Der kleine aber 204 PS kombiniert. Und ja, wir fahren in die Autostadt nach Wolfsburg, holen da das Auto ab. Und ja, ich sag euch mal ein bisschen, weil euch immer die Preise interessieren, was genau der ganze Spaß bisher gekostet hat. Es ist ein Leasingfahrzeug. Ich habe es nicht gekauft. 2 Jahre geleast. 10.000 Kilometer frei im Jahr. 2.500 Kilometer kann man überziehen. Jeder weitere Kilometer kostet dann nochmal 10 Cent extra nach den 2 Jahren. Anzahlung 4.500 Euro. Die hole ich mir von der BAFA zurück. Und dann gab es Überführungskosten von 890 Euro. Zulassung musste ich auch erledigen, 84 Euro. Vollkaskoversicherung bei Cosmos Direkt, unbezahlte Werbung, 480 Euro. Und Allwetterreifen gibt es dann auch noch für 600 Euro. Ja, Verbandskasse und der ganze Spaß hat nochmal 36 Euro gekostet. Ja, das waren jetzt so ungefähr, ich rechne es mal eben aus, blende es hier ein. Und ja, dann bin ich mal gespannt. Ich nehme euch ein bisschen mit, zeige euch ein bisschen die Autostadt in Wolfsburg. Und mal gucken, wie weit ich filmen kann bei der Übergabe. Ist alles ein bisschen strenger wegen Corona, FFP2-Maskenpflicht. Eine Boosterimpfung oder ein Test muss vorgelegt werden. Ich bin mit meinen Eltern unterwegs, die gerade eine rauchen. Ja, ansonsten nehme ich euch ein bisschen mit und wählt mich wahrscheinlich ab und zu mal. Man benötigt übrigens zum Abholen von dem Fahrzeug die Nummernschilder natürlich, den Abholschein, den man vom... Jetzt kommen meine Eltern. Den Abholschein, den man vom Autohaus bekommt. Und den Fahrzeugschein natürlich. Und alles weitere zeige ich euch gleich beim Einchecken. So, angekommen. Übrigens ganz gut ausgeschildert. Wichtige Info, die ich vergessen hatte. Leasingrate übrigens 162 Euro im Monat nur. Also da kann man echt nicht meckern. Parken kostet hier normalerweise 2 Euro die Stunde. Aber für Fahrzeugabholer kostenfrei. I'm so scared to leave my house, so I cannot run free from this. Always being watched by you, and that's so inconsiderate. My private. So, da oben ist der Check-in. Ich habe Nummer 51, momentan ist 46. Und da geht's nur alleine hoch. So, der erste Termin verlief super. Mein Termin wurde vorverlegt von 12 auf 10.30 Uhr. Das heißt, 10.30 Uhr kann ich schon das Auto in Empfang nehmen. Und ich habe hier einen Übersichtsplan bekommen. Plus eine Abholerkarte. 3 weitere Eintrittskarten sind gratis für die Autostadt. Also meine Eltern sind jetzt gratis hier und ich habe noch eine Eintrittskarte dazu bekommen für einen Besuch in dem nächsten halben Jahr.
So, dann gibt es noch 30% Rabatt auf die Gastronomie. Da gibt es auch hier so einen lustigen Gutschein. Und es gibt 20 Euro Guthaben für den Souvenirshop. Also Respekt, Respekt, Respekt. Naja, wir gehen jetzt erstmal aufs Klo und dann nehme ich euch ein bisschen mit. Auch interessant, hier ist das Gebäude der Anmeldung. Und die Kennzeichen werden mit so einem lustigen Elektroroboter rübergefahren zur Abholung. Also wirklich sehr interessant. Ja, wir haben jetzt kurz vor 10. Die ganzen Pavillons machen erst um 10 auf. Und um 10.30 Uhr ist schon Fahrzeugabholung. Und meine Eltern gehen wieder rauchen. Also wir werden uns nicht lange hier aufhalten. Das heißt, wir werden jetzt nicht viel zeigen von den Autopavillons etc. Vielleicht fahre ich mit Mareike nochmal hier hin. Aber heute ist Priorität Auto abholen, um mit dem neuen Auto zu fahren und sich ein bisschen damit zu akklimatisieren. Alles anschauen, zu Hause in aller Ruhe. Und ja, und die 20 Euro natürlich gleich noch im Shop ausgeben. Priorität. So, der Shop öffnet um 10, also noch 7 Minuten warten. See those that exist, probably haven't heard of it. Need to live a different life, cause lights and cameras are in it. Trying to find a silver lining, all I wanna do is avoid the violence. But you're here again, I'm losing it. There's no more screaming and silence. Get out my face, turn off the flash. I hate the fame, no more of that. Leave me alone or I'll collapse. I need a break, don't feel the crowd. So, der Shop war sehr teuer, wie zu erwarten. Ich habe für 20 Euro ein Reiseetui gekauft, geschenkt bekommen sozusagen. Und ja, das kann man gut gebrauchen für unsere Amerika-Reise im April. Also Abo dalassen, da gibt es sehr viele Vlogs aus Amerika. Und jetzt geht's langsam zur Fahrzeugabholung. Unten sind übrigens die Übergabeplätze. Sehr viel Platz, große Halle. Und ich habe meinen habe ich noch nicht gesehen. Noch keinen weißen Cupra Formentor. Ja, gefunden, da hinten steht er. Ja, Nummernschild ist schon dran. Es war so aufregend, ich konnte nicht filmen. Es wurde auch nicht erwünscht, davon ab. Also ich hätte fragen können, aber es war mir zu blöd. Ich erkläre euch zu Hause. Ich bin im neuen Auto, oh mein Gott, im Cupra. Ich erkläre euch zu Hause ganz genau, was erklärt wurde und was das Auto so für Gimmicks hat. Jetzt stehe ich erstmal an der Tankstelle und tanke jetzt erstmal für 1,73 Euro. Läuft. Und dann geht es jetzt 3 Stunden nach Hause und wenn ich zu Hause bin, nehme ich euch nochmal mit. Und dann zeige ich mal Reike natürlich das Auto. Das ist auch oberste Priorität. Es war sehr, sehr gut organisiert und die Frau hat das wirklich so gut erklärt. Mein Gott, richtig großen Respekt. Und jetzt, ja. Es ist so ungewohnt, ein Auto zu fahren, was man nicht kennt, ein Elektroauto, was ist so ruhig. Das ist Wahnsinn. Ich bin ein bisschen gehypt. So, die ersten 300 Kilometer geschafft mit dem neuen Auto. Fährt sich sehr gut, keine Probleme gehabt. Einmal vollgetankt natürlich. Akku einmal leer gefahren, fast leer gefahren. 1% ist noch drauf und jetzt machen wir mal einen Rundumblick.
Ich habe hier jemanden neben mir sitzen und ich möchte gerne ein Fazit sagen. Ich wurde gezwungen. Ich wurde nicht entführt. Oh. Ich finde das Auto sehr schön. Also wirklich sehr, sehr schön. Es gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, wir werden einige schöne Fahrten haben. Es ist wirklich schön. Richtig schön. Richtig, richtig schön. Das ist übrigens der Bordcomputer. Und ja, es gibt jetzt natürlich auch immer, wenn wir in den Freizeitpark fahren oder irgendeine Kirmes besuchen, suchen wir uns immer eine Ladesäule in der Ecke. Und dann sammeln wir die ganzen Punkte vom ganzen Jahr und machen am Ende des Jahres ein kleines zusammenfassendes Video von allen Ladesäulen der Freizeitparks, die wir besucht haben, sodass man dann eine Übersicht hat, wo man sein Auto abstellen kann und laden kann. Findest du gut? Davon habe ich noch nie gehört, aber okay. Naja, das soll es auch gewesen sein von dem Video. Sehr kurzes Video. Aber ich werde mich im Laufe der Woche nochmal bei Instagram melden. Ich blende mal unseren Account ein. Bing! Und dann sagen, wie mir das Auto gefallen hat, so nach einer Woche zur Arbeit fahren. Und wir holen deine Mama damit ab. Ja. Ja. Ja, machen wir das? Machen wir. Nicht mit deinem alten? Nein. Yay! Ich fahre meinen alten nämlich jetzt leer zur Arbeit die ganze Woche und dann am Freitag fahren wir mit dem neuen nach Dorsten. Du musst nämlich auch noch Sprit haben, um dein Auto zu verkaufen. Das stimmt auch. Und wann machen wir eine Spritztour? Morgen. Okay. Willst du heute? Ich will das fahren sehen. Morgen, wir fahren schon oft genug damit. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da oder auch nicht. Würde Mareike jetzt sagen. Ja. Und, und ein Abo da lassen, wenn ihr unsere Amerika-Tour verfolgen wollt, ab Ende April bis Mitte Mai. Da gibt es jede Menge Freizeitpark-Vlogs auf unserem Kanal. Bis dahin. Tschüss.